Wir gucken uns die Übersetzung an, was Ronaldo gepostet hat. Wie ich es schon immer getan habe, versuche ich meinen Kollegen, meinen Gegnern und meinen Trainern gegenüber respektvoll zu leben und zu spielen. Das hat sich nicht geändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin dieselbe Person und derselbe Profi, der ich in den letzten 20 Jahren im Elitefußball war und gespielt habe. Und Respekt hat immer eine sehr wichtige Rolle in meinem Entscheidungsprozess gespielt. Ich habe sehr jung angefangen. Die älteren und erfahrensten Spielerbeispiele waren mir immer sehr wichtig. Daher habe ich später immer versucht, selbst ein Vorbild für den Nachwuchs zu sein, die in allen Teams, die ich vertreten habe, gewachsen sind. Safe, auch so wie Anthony und so, den hilft er ja auch. Leider ist das nicht immer möglich und manchmal ist die Hitze des Moments das Beste von uns. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich weiterhin hart in Carrington arbeiten muss, meine Teamkollegen zu unterstützen und für alles in jedem Spiel bereit sein muss. Dem Druck nachgeben ist keine Option, das war es nie. Das ist Manchester United und vereint müssen wir stehen, bald sind wir wieder zusammen. Ein krasses Statement. Ich habe gedacht, der wird sich jetzt hier irgendwie voll beschweren und fluchen und was weiß ich was. Aber der hat das alles noch sehr professionell gehalten, ne? Krass. Aber das ist absoluter Quatsch, Alter. Werbung für diese Kack-Massagepistolen zu machen, die da irgendwo hergestellt werden für 5 Euro und dann für 100 Euro verkauft werden. Das ist ganz großer Quatsch. Ronaldo ist echt momentan richtig auf diesem Placement-Modus. Hier Placement, hier Placement, hier Placement, hier Placement.